Und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video. Heute soll es mal darum gehen, was Peter Wright in einem Interview kürzlich bei Online Darts gesagt hat. Eine ja auf jeden Fall kritisierbare Aussage. Die wurde auch von vielen kritisiert auf Twitter, auf YouTube und generell einfach, ja, es hatte irgendwie einen komischen Beigeschmack. Ich weiß nicht, war irgendwie eine komische Aussage. Die wollen wir jetzt einmal diskutieren, aber bevor es losgeht, lasst auf jeden Fall mal einen Like und ein Abo da. Das unterstützt mich sehr. Ich weiß, viele sind immer aktiv am Liken und so weiter und sind schon Abonnent. Aber an die, die es nicht sind, nehmt euch kurz Zeit, supportet mich sehr, wenn ihr einmal nur einen Daumen hoch gebt. Aber jetzt würde ich sagen, schneide ich euch einmal kurz den Interview-Ausschnitt rein von Online Darts. Ich habe das ganze Interview auch nochmal in der Beschreibung verlinkt, könnt ihr gerne vorbeischauen, ist sehr gut. Und ja, schauen wir mal kurz rein. I don't care about the lower ranked players. They should try harder. And then you try harder, get in the top 16, then you get punished. So. Es geht also um die neue European Tour-Regelung. Peter Wright wird dazu gefragt, was er davon hält und wer nochmal generell sehen will, was denn die neue European Tour-Regel überhaupt ist, das verlinke ich euch auch nochmal in der Beschreibung, die neue Regel. Und da habe ich ein wirklich sehr ausführliches Video drüber gemacht und vor allem habe ich es da sehr kritisiert. Also ich habe es vor allem kritisiert. Und das könnt ihr euch gerne anschauen, wenn ihr es nochmal genau wissen wollt. Kurz gesagt, im Prinzip ist es jetzt schwieriger für die hinteren Plätze in der Weltrangliste, sich nach vorne zu kämpfen, weil letztes Jahr oder die letzten Jahre die eigentliche Regel war, dass die Top 16 der Pro Tour Order of Merit sicher bei European Tour Events dabei ist. Aber jetzt sind es auch noch die Top 16 der Hauptweltrangliste, also der Weltrangliste. Die sind jetzt auch noch sicher dabei, was vorher nicht mehr so war oder nicht so war. Und das ist jetzt eben schon eine große Veränderung, weil es eben dadurch, kurz gesagt, für die Spieler aus den hinteren Reihen sehr schwierig wird, sich jetzt noch immer weiter Richtung Tourcard zu spielen oder überhaupt in die Top 64 der Welt, in die Top 32. Das wird immer schwieriger, weil die Top 32 Spieler größtenteils immer mehr privilegiert sind und vor allem die Top 16 der Welt. Also die da ranzukommen und dass es da riesige Veränderungen gibt, ist sehr, sehr schwierig. Und da muss man schon einzelne Chancen wirklich groß nutzen, um das eben zu schaffen. Und das wurde eben viel kritisiert, diese Regel. Und jetzt wurde eben Peter Wright gefragt. Und er sagt aus seiner Position heraus, dass, ja, er sagt, ist mir egal, die hinteren Spieler interessieren mich einfach nicht. Also die sollen machen, was sie wollen, müssen halt ein bisschen mehr versuchen, ne? Müssen ein bisschen besser spielen und dann sich rankämpfen und dann passt das auch. Dann sind die halt irgendwann in den Top 16 der Welt und der Pro Tour oder was weiß ich. Und das ist, ja, auf jeden Fall weiß ich nicht, ob das so die sinnvollste Aussage ist von Peter Wright, weil im Prinzip wurde er ziemlich, ja, bevorteilt durch diese Regelung, durch diese neue Regelung. Weil eigentlich, wir müssten uns mal im Kopf rufen, wo Peter Wright steht. In den letzten, ja, kann man sagen, 18 Monaten war nicht viel von ihm zu sehen. Einzelne Highlights natürlich, EM-Titel, hat damals European Tour-Titel gewonnen, World Series gut performt, aber vor allem jetzt das letzte halbe Jahr, wenn man die EM rausrechnet, war das echt nicht gut von Peter Wright. Und das hat sich auch gezeigt in der Proto-Rangliste. Ich habe ja gesagt, die Top 16 der Proto-Rangliste ist automatisch dabei bei den European Tour-Events. Und Peter Wright war es auch im letzten Jahr, aber durch seine mangelnden Leistungen einfach bei European Tour Events und den Pro Tour Events ist er dadurch für dieses Jahr rausgefallen aus den Top 16. Und das heißt, er wäre für die ersten European Tour Events zumindest nicht qualifiziert gewesen. Aber durch diese neue Regelung überhaupt ist er mit dabei. Das heißt, diese Regelung spielt ihm so in die Karten und das nimmt er einfach so hin, ja, ist halt so. Aber allerdings wäre er, wenn diese Regelung nicht gewesen wäre, wäre er genau in der Position von den Spielern, über die er sich beschwert. Von den Spielern, die besser spielen müssen, um sich in die Top 16 der Pro Tour zu spielen. Und das ist eben das Unverständliche für mich. Er wäre doch eigentlich selber in dieser Position. Er war eine Regelung davon entfernt, eine blöde Regelung sogar, dass er genau in der Position ist, über die er sich da beschwert hat in diesem Video. Und jetzt nimmt er es einfach so hin, ja, interessiert mich nicht. Aber er war ziemlich nah dran und ganz ehrlich, wenn man sich seine Formkurve anguckt, die ist nicht gerade nach oben zeigend. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es aussieht für ihn in diesem Jahr. Er könnte auch ein Spieler werden in den nächsten Jahren irgendwie oder sag ich mal in den nächsten 2 Jahren auf jeden Fall, was hier absehbar ist, dass er selber aus den Top 16 der Welt rausfällt. Und aus den Top 16 der Pro Tour ist er ja sowieso schon raus. Das heißt, er könnte selber in diese Position kommen, dass er sich selber erstmal wieder beweisen muss und selber erstmal wieder stark performen muss. Und dann brettert er so eine Aussage raus, verstehe ich nicht, aber gut. Sprechen wir nochmal über die Leute, die er da kritisiert. Das sind die Leute aus den hinteren Ranglistenpositionen, die eben sich in die Top 16 der Pro Tour Order of Merit spielen müssen mit guten Leistungen. Wenn man sich jetzt anguckt, wäre Peter Wright jetzt
nicht gesetzt, sagen wir, die alte Regelung wäre, und er müsste sich versuchen. Und jetzt gucken wir mal auf die Leistungen vom letzten Jahr auf der Pro Tour, wo, was so das Hauptgeschäft ist, neben jetzt der European Tour auch, aber das Hauptgeschäft sind diese 30 Players Championship Turniere. Und davon hat er erstmal 14 abgesagt, durch Premier League und Verschiedenes und so weiter und so fort und ein bisschen Ruhe brauchen, ein bisschen Pause. 14 hat er abgesagt, 16 hat er gespielt. Und von diesen 16 Pro Tour Events hat er bei 2 gut performt. Einmal war er im Viertelfinale und einmal im Halbfinale. Also 2 gute Events. Kein Titel gewonnen, kein Finale gespielt. Und das ist eine ziemlich schwache Quote für einen Top-10-Spieler. Oder zu dieser Zeit im letzten Jahr war er noch sogar Top-4-Spieler, Top-3-Spieler. Als so ein hochgerankter Spieler solche Leistungen zu bringen, ist viel zu wenig. Und er hat ja dadurch zum Beispiel auch die Players Championship Finals verpasst. Er war nicht in den Top 64 der Players Championship Order of Merit. So viele andere Spieler waren vor ihm, die wahrscheinlich die breite Masse gar nicht mal kennt. Und mit denen konnte er auf der Pro Tour nicht mithalten, weil er einfach nicht genug gespielt hat. Und wenn er gespielt hat, nicht gut genug war. Er war, Top 70, Top 75? Also was das anging, war das absolut schwach von ihm. Und auch Averages waren bei ihm gar nicht vorhanden. In den Averages auf der Pro Tour von diesen angesprochenen 16 Turnieren, die er gespielt hat, wenn man da alle Spiele einrechnet, dann ist er da, ich glaube, da ist er auf Platz 59 irgendwie von den Averages her. Also ist er irgendwie in einer Region mit Pascal Rupprecht oder so. Und das sind ja die hinteren Tourcard-Holder. Ihr wisst, kein Disrespect an die hinteren Tourcard-Holder, aber wir vergleichen hier gerade den Peter Wright, einen Doppelweltmeister, mit jemandem, der sein erstes Jahr professionell Dart spielt. Oder nimmt Conor Scott, einen Radek Jaganski, irgendwie, die waren so in der Region, die da bei ihm rumschwirren von den Averages her. Und er hat knapp die Hälfte seiner Spiele gewonnen, also 52% war das, glaube ich. Und wenn man sich das anguckt, dann ist er selber jemand, der einfach nicht gut genug spielt, um in die Top 16 der Welt zu gehören oder Top 16 der Pro Tour zu gehören. Deswegen, also von den Leistungen her kann er sich das eigentlich gar nicht erlauben, sowas überhaupt zu sagen. Aber gut, ich wäre auch nicht, ganz ehrlich, so viel will ich auch nicht in diese Aussage hinein interpretieren. Aber ich fand es irgendwie ein bisschen schwach, das zu sagen, weil er jetzt dadurch sehr gerettet wurde. Und ich finde, man kann diese Regelung auch definitiv kritisieren. In einem Interview mit Vincent van der Voort, was, glaube ich, einen halben Tag danach online gekommen ist, Vincent van der Voort hat es knallhart kritisiert, diese Entscheidung. Er hat gesagt, absolut fatal für die hinteren Spieler. Es wird jetzt absolut schwierig, extrem schwierig, sich da noch irgendwie in die Weltelite zu spielen. Und hat gesagt, ey, ich kann es auch verstehen, marketingtechnisch ist das vielleicht besser für die PDC Europe, für die PDC. Aber aus Spielersicht ist das nicht gut. Und das finde ich auch sinnvoll und kann man auch kritisieren als Spieler und alles. Finde ich richtig gut, dass er das so gesagt hat. Aber wie Peter Wright die Aussage getätigt hat, das, ja, ist mir egal. Ich bin jetzt hier dadurch bevorzugt, was die anderen machen, ist mir egal. Schwierig. Na gut, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Was sagt ihr zu dieser Aussage? Was sagt ihr zur Regelung? Und lasst natürlich ein Like und ein Abo da. Und da würde ich sagen, sehen wir uns auch schon im nächsten Video.